So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, euch zum zweiten Teil begrüßen zu dürfen. Es geht jetzt um das Thema Einführung in die Displaywerbung. Auch hier heute wieder speziell abgestimmt auf die Vorbereitung der entsprechenden Prüfung für die Zertifizierung. Wir haben hier in der ersten Sequenz uns schon ausführlich mit den entsprechenden Anzeigenerweiterungen beschäftigt. Ein ganz wichtiges Thema. Gerade für diejenigen, die sich eben hier in Verbindung mit den Qualitätsfaktoren verbessern wollen, die Wert auf steigende Klickraten legen, denen sei es nochmal ans Herz gelegt, sich intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil nämlich die Anzeigenerweiterung hier mittlerweile eine sehr große Rolle spielt und natürlich in keiner gut gemachten Anzeigengruppe fehlen dürfen. Insofern also da nochmal ran ans Werk und vielleicht, falls ihr den ersten Part verpasst habt, den nochmal später im Video nachsehen. Ja, alle, die neu dazugekommen sind, natürlich wieder herzlich willkommen an Bord. Wir machen das immer so, dass wir unterhalb hier von dem Videosfeed die Möglichkeit haben, entsprechende Kommentare abzugeben. Das heißt, ich freue mich hier über eure Einlassungen und Fragen. Ich versuche jeweils direkt darauf einzugehen, wenn ich das sehe, wenn es zu dem Thema passt. Und das ist natürlich wichtig, um den Dialog entsprechend hochzuhalten. Und da könnte jetzt im zweiten Part wieder ein bisschen mehr Bewegung aufkommen. Das war bei den Anzeigenerweiterungen etwas ruhiger dort zur Sache gegangen. Aber wahrscheinlich gab es einfach auch nicht so viele Fragen zu den Themen, weil die meisten ja damit vertraut sind. Ja, Einführung in die Display-Werbung. Warum ist es wichtig? Die meisten, denke ich, werden doch in jedem Fall im Suchnetzwerk unterwegs sein. Wir machen natürlich hier grundsätzlich die Erfahrung, dass die reine AdWords-Werbung im Search-Bereich nicht immer ausreichend ist. Das kann verschiedene Faktoren haben. Zum einen habe ich vielleicht Nischenbereiche mit Keywords, wo die Suchvolumen gar nicht ausreichen. Ich habe vielleicht sehr spezielle Produkt- oder Leistungsbereiche, die den Nutzern gar nicht bekannt sind und insofern auch kaum nachgefragt werden. Auch das würde wieder hier in geringe Suchvolumen entsprechend hineinmünzen. Darüber hinaus haben wir natürlich immer auch eine Erweiterung der Zielgruppe. Das heißt, wenn nicht nach meinem Produkt gesucht wird, kann ich mich letztendlich über das Thema Displaywerbung genau dorthin begeben, wo meine Zielgruppe entsprechend unterwegs ist. Und wie wir das anstellen und welche Möglichkeiten wir in dem Zusammenhang haben, das wollen wir uns im Laufe der nächsten Folie erstmal als Grundlage anschauen und dann sicher nochmal das eine oder andere später auch vertiefen. Also wollen einen Überblick über die Displaywerbung geben und dabei auch schon mal auf die Targeting-Strategien eingehen und auch zu überlegen, was können wir für die einzelnen User denn hier an guten Leistungen entsprechend im System abrufen. Ja, jenseits der Suche mehr Reichweite in AdWords-Kampagnen, wir machen das mal in unserem Beispiel hier wieder fest. Bobs Fahrradgeschäft hält jetzt mal her und der hat schon seine ganzen Aktivitäten sehr ordentlich organisiert. Na, Bob weiß ganz genau, auf welchen entsprechenden Keywörtern er Anzeigen schaltet und wo hier auch eine hohe Nachfrage nach den entsprechenden Produkten dann besteht. Ne, wenn einmal jemand nach einem platten Fahrradreifen recherchiert, weil er den flicken muss, dann haben wir den natürlich relativ schnell eingefangen und das ist natürlich auch ein ganz klares Zeichen. Oder wer sein Fahrrad mal zur Inspektion vielleicht über den Winter bringen muss oder wer irgendein neues Teil braucht, die Bremse muss erneuert werden, weiß der Himmel, was es da alles an Möglichkeiten gibt. Das ist ein überschaubarer Bereich für ihn und das geht er heute auch schon komplett an, aber alleine reicht ihm das letztendlich an den Nachfragen nicht. Und so versucht er sich eben immer mehr mit seinen Kundenanfragen auseinanderzusetzen und hat natürlich auch verstanden, dass wir hier einen sogenannten Verkaufstrichter nachher entsprechend definieren können, nicht? Und ganz unten ist immer der konkrete Bedarf zu sehen, wo eben hier auch sofort die Conversions zu erwarten sind. Aber wir haben ja auch Personen, die letztendlich weiter oben im Trichter anfangen. Das heißt, die wir natürlich hier auch abholen können, wo sie vielleicht noch nicht ganz so eine konkrete Kaufabsicht haben, aber wo wir sie schon mal mit unserem Unternehmen in Verbindung bringen wollen, wo wir ihnen vielleicht schon auch Produktmöglichkeiten aufzeigen. All das können wir natürlich hier in diesem Zusammenhang jetzt entsprechend leisten. Und genau darum geht es. Das heißt, er versucht eben hier genau zu verstehen, zu sagen, an welcher Stelle kann ich denn hier meine Kunden schon mal ansprechen, wo sie vielleicht jetzt noch gar nicht aktiv suchend sind. Ich weiß aber aus der Ausrichtung meiner Werbung ganz genau, dass es sich hier tatsächlich um meine Zielgruppe handelt. Das heißt, es macht auch Sinn, in diesem Zusammenhang hier sehr genau schon mal die entsprechende Auslieferung vorzubereiten, um hier den Personen entsprechend jetzt mal mit der Werbung entgegenzutreten.
So, und natürlich hat er sich ja sehr intensiv auch mit seinen Zielgruppen schon mal auseinandergesetzt. Er sagt, Mensch, ich habe hier ganz unterschiedliche Produkte und ich interessiere mich eigentlich für drei Zielgruppen, die ich genau adressieren würde. Ich habe eben hier meine Wochentagspendler, also Personen, die jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, die das Ganze eben als tägliches Fortbewegungsmittel nutzen, die sich darauf verlassen müssen, dass das Ding zuverlässig funktioniert, die aber auch hier keine besonders hohen Ansprüche haben. Das muss also nicht jedes Jahr das neueste, teuerste Produkt sein, sondern die sagen, Mensch, mein guter alter Drahtesel, salopp formuliert, nicht, der muss in Schuss sein, der muss mich zuverlässig von A nach B bringen und das ist das, worauf es mir ankommt. Daneben hat er dann auch noch den Wochenendradler mit im Fokus. Eine Person, die eben das Fahrrad jetzt nicht für den täglichen Einsatz jeden Tag benötigt. Da ist also vielleicht die Zuverlässigkeit jetzt nicht unbedingt die erste Motivation, sondern hier ist vielleicht eher der Hobbygedanke im Vordergrund, der sagt, Mensch, ich bewege mich schon am Wochenende gern mit dem Teil. Ich habe da auch Spaß dran, mir hier das immer mit den neuesten Zubehörteilen letztendlich aufzupeppen. Das heißt, wenn es hier vielleicht mal eine neue Scheibenbremse gibt, die ist er vielleicht bereit, sich auch anzuschrauben. Wenn er eben sieht, da gibt es eine neue Federgabel, hat er da vielleicht Spaß dran. Natürlich müssen es auch immer die neuesten, besten Reifen sein, die vielleicht dort auch für ihn relevant sind. Und so hat er das Ganze natürlich hier immer gut im Blick und wird sich natürlich auch rund um diese Themen mit seinem Hobbygerät auseinandersetzen. Als dritte, letzte Zielgruppe definieren wir mal hier die Rennsportbegeisterten in dem Zusammenhang. Das heißt, das sind jetzt Leute, die eben hier noch über das Hobbythema hinaus das fokussiert als Sportgerät benutzen, die natürlich noch einen deutlich höheren Anspruch haben. Für die ist das natürlich ein ganz heißes Thema, dass sie hier permanent das schönste, beste, schnellste Material auch haben müssen, damit sie sportlich eine Chance haben, ja auch immer unter den Top-Fahrern sich mitzubewegen. Das heißt, hier wollen wir wirklich entsprechende Innovationen natürlich entsprechend platzieren. Also, wenn man sich alleine schon von diesem Gedanken mal mit den Zielgruppen auseinandersetzt, kriegt man schon so eine ganz gute Idee, dass das hier doch tatsächlich alles mit unterschiedlichen Motiven nachher versorgt sein wird. Ja, diejenigen, die nicht aktiv suchen, wo erreichen wir die eigentlich? Natürlich gibt es hier ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen haben wir natürlich hier wieder die volle Bandbreite der Devices auch mit am Start, weil meine Werbung im Display-Netzwerk natürlich auch über alle Gerätetypen hinweg gesehen werden. Das heißt, die Leute gucken sich im Internet ganz normale Webseiten an zu täglichen Aktivitäten. Sie gucken sich das Sportprogramm an. Ja, vielleicht hat der Hobbyradler auch Spaß dran, sich hier die letzten YouTube-Videos anzusehen, die seine Kollegen hochgeladen haben im Internet. Vielleicht haben sie spezielle Apps installiert, im Thema hier unseres Radsportbegeisterten, der natürlich da auch seine Gesundheitswerte permanent checkt und mit diesen Programmen auch seinen Fitnesszustand bewertet. Alle kaufen vielleicht noch dazu regelmäßig auch verschiedene Dinge im Internet über ihr Tablet ein. Also wir sehen, dass es im Grunde genommen unzählig viele Möglichkeiten gibt, genau auf diese Zielgruppe entsprechend aufmerksam zu machen. So. Und das können wir uns nachher überlegen, dass wir sagen, wie finden wir denn genau hier die entsprechenden Plattformen, wo letztendlich hier meine Zielgruppe unterwegs ist, was sind die Ausrichtungsmöglichkeiten, die wir in dem Zusammenhang verwenden können, nicht? Und so ist hier nachher unser Zielkunde für uns natürlich klar zu identifizieren und das werden wir nachher entsprechend nochmal angehen. Ja, womit verbringen Sie die Zeit? Wir denken wieder an die verschiedenen Kundentypen kurz zurück, der Wochentagspendler. Der liest ganz normal seine Nachrichtenseiten, wenn er so am Tag im Internet unterwegs ist. Ja, der ist aber in Summe wahrscheinlich auch ein umweltbewusster Typ, weil sonst würde er wahrscheinlich auch nicht Fahrrad fahren. Hat generell eben ein hohes Gesundheitsbewusstsein, ist natürlich physisch fit, ist natürlich hier anderen Menschen voraus. Und das ist wahrscheinlich auch so eine typische Ausrichtung, wo er im Internet eben auch mit seinen speziellen Themen unterwegs ist. Und das grenzt ihn so ein bisschen ab vom Wochenendfahrer, der natürlich sich sehr intensiv mit Fahrradforen auch beschäftigt, der permanent auf den Webseiten schaut, was gibt es denn hier für Neuigkeiten, mit denen ich mich vielleicht auch mal mit beschäftigen muss, wo kann ich mein Hobby letztendlich hier noch ein bisschen aufmotzen, damit ich natürlich noch ein bisschen besser dastehe. Aber er plant natürlich auch gerne seine Wochenendtouren im Internet, schaut sich dazu wieder entsprechende Seiten an, holt sich die Trailbeschreibung runter und beschäftigt sich intensiv mit den Themen. Ja, dann kommt in der dritten Variante unser Rennsportbegeisterte dazu.
Der hat natürlich eine ganz klare sportliche Ausrichtung, ist viel auf den Veranstaltungsseiten unterwegs, ist an Produkten im Trainingsbereich interessiert. Vielleicht natürlich auch sehr stark ernährungsbewusst, weil der muss sich ja permanent fit halten. Kauft sich da vielleicht auch regelmäßig Produkte in dem Bereich oder schaut sich wieder hier Bewertungen an von Technik oder auch Nahrungsergänzungsmitteln, was auch immer hilft. Ups, Entschuldigung, in diesem Bereich nach vorne zu kommen. Kleiner Moment. So. Und das kann man letztendlich sehr gut aufnehmen. So, und wie verbringen die Leute ihre Zeit? Auch das können wir nochmal gesondert wieder adressieren. Wenn ich mir nachher die Interessen- oder Themenkategorien im Display-Netzwerk anschaue, dann kann ich natürlich im Vorfeld hier schon sehr gut definieren, wo vielleicht entsprechende Interessentengruppen nachher am Start sein können. Und diese Bereiche kann ich mir natürlich wunderbar wieder aus dem System herausziehen und das für die Ausrichtung meiner Werbung entsprechend mitnehmen. Und das unterscheidet wieder genau die verschiedenen Typen, den Wochentagspendler vom Wochenendfahrer, vom Rennsportbegeisterten. Und wir sehen das alleine hier, es geht immer um das Thema Fahrrad, wir doch aber schon sehr unterschiedliche Ausrichtungen eigentlich festlegen können. Und das nur, indem man sich mal mit den Zielgruppen etwas intensiver beschäftigt und auf diese Art und Weise natürlich dann doch hier schon sehr schöne Profile am Ende des Tages herausarbeiten kann. So, und dann kann man hier die Frage stellen, wie erreichen wir sie gezielt mit Online-Werbung? Und die Antwort lautet natürlich in dem Zusammenhang auch, das machen wir über das sogenannte Display-Netzwerk. Das heißt, hier haben wir unzählige Internetseiten, über 4 Millionen Internetseiten, die wir hier weltweit bedienen können und die uns genau die Möglichkeit geben, nach den eben genannten Themenbereichen zu selektieren und hier eben ein genaues sogenanntes Targeting aufzusetzen, mit dem wir die Zielgruppe natürlich optimalerweise entsprechend erreichen. Ja, Vorteil vom Display-Netzwerk ist ganz klar, es sind in jedem Fall erstmal die Reichweiten. Also wir haben unzählige Möglichkeiten, hier in die Auslieferung der Werbung zu gehen. Wir haben von den großen Portalen die Möglichkeit, bis hinunter zu kleinen speziellen Portalen zu skalieren. Das heißt, die passgenaue Werbung nachher auch entsprechend zu ermöglichen. Damit unterstützen uns die umfangreichen Targeting-Optionen, genau das entsprechend für die Ausrichtung mitzunehmen. Und wir können das heute über Smartphone-Apps genauso steuern, wie wir das in Videoanzeigen mit einbringen können. Und das Schöne ist, dass wir das alles innerhalb unserer AdWords-Plattform organisieren können. Das heißt, ich brauche hier keine weiteren Tools, sondern wir haben sozusagen hier das ganze Werkzeugkit zur Verfügung, um auch im Display-Netzwerk mit unseren AdWords-Aktivitäten erfolgreich zu schalten. So, das heißt, was kann der Bob jetzt tun? Er kann die Kunden in verschiedenen Stadien erreichen, meint, ne, jemand ist noch in der Interessenphase, jemand ist schon etwas weiter fortgeschritten, jemand hat einen konkreten Bedarf, also egal wo er sich befindet, ich kann alle verschiedenen Bereiche mit Google AdWords abdecken und das ist natürlich entsprechend wichtig, um seinen Kundentrichter auch zu erweitern. Auf der AdWords-Suche holen wir die Leute ja wirklich nur im konkreten Bedarfsfall ab. Das funktioniert natürlich auch immer ausgezeichnet. Aber mitunter brauchen wir oben natürlich auch mehr Zulauf in den Trichter, damit wir unterm Strich dann auch deutlich mehr an entsprechenden Informationen rausziehen können. Darüber hinaus kann er dann also auch neue Angebote bestimmen. Nicht? Er hat die Möglichkeit, hier natürlich auch mit anderen spannenden Anzeigenformaten zu arbeiten. Das heißt, über die reine Textanzeige hinaus bietet sich auch hier natürlich die Möglichkeit, Display-Werbung zum Beispiel unterschiedlichsten Formaten zu schalten und das Ganze nichtsdestotrotz eben doch sehr ergebnisorientiert, gut auswertbar, sodass wir auch nachher feststellen können, wie die einzelnen Themen nachher funktionieren und was es unterm Strich gebracht hat. Ja, wie funktioniert das Display-Netzwerk? Wollen wir natürlich jetzt im Detail auch entsprechend vertiefen. Das heißt, wir schauen erstmal, woraus sich das Display-Netzwerk zusammensetzt. Das sind im Grunde genommen drei Komponenten. Auf der einen Seite sind es alle Aktivitäten, die in dem Thema Google AdSense zusammengefasst sind. Wenn ich jetzt also für mich zum Beispiel ein Fahrradportal, ein Forum hätte, was gut läuft, wo sich viele Leute sammeln, komme ich früher oder später auf die Idee zu sagen, ich möchte das monetarisieren, möchte da also Geld mitverdienen. Und was tue ich? Ich werde Mitglied bei Google AdSense, kann damit Google AdWords Anzeigen auf meinem Forum entsprechend ausliefern. Und jedes Mal, wenn jemand über mein Forum auf eine AdWords Anzeige klickt und einen Menschen zu einer Webseite befördert, bekomme ich von diesem Klickpreis im Grunde genommen ein Stück Provision ab.
Ja, und das ist das, was natürlich sehr charmant ist. Und damit machen natürlich alle großen Portale heute enorme Umsätze und auch im kleinen Bereich lässt sich damit durchaus Geld verdienen. Die Erweiterung davon ist das sogenannte DoubleClick-Netzwerk, ein Unternehmen, was vor einigen Jahren auch von Google aufgekauft ist, was auch im Display-Netzwerk spezialisiert ist, wäre nochmal auch theoretisch separat nachher zu buchen, kann man aber über AdWords Display-Netzwerk erstmal mit abdecken. Und selbstverständlich ist auch YouTube mit ein Partner im Display-Netzwerk. Das heißt, auch hier kann ich ja im Rahmen der Werbemöglichkeiten meine Werbebanner nachher entsprechend mit platzieren. Und das sollte man in jedem Fall mitnehmen, weil natürlich heute YouTube ja mit zweitgrößte Suchmaschine nach Google direkt auch darstellt und natürlich auch enorme Reichweiten bringen kann. Hier speziell nochmal interessant, wenn es auch in besondere Alterszielgruppen reingeht, weil wir natürlich über die Marktforschung gelernt haben, dass junge Menschen, ich glaube, es war bis 22, 24 Jahre, mittlerweile mehr Zeit auf YouTube als im Fernsehkanal verbringen. Und das ist für uns natürlich wichtig, weil wir die natürlich hier auch wunderbar abholen können. Also da kann man sich alle möglichen Strategien später entsprechend überlegen. Gerätetechnisch kann ich auch hier wieder die ganz normale Vielfalt mitnehmen, die wir ohnehin aus dem Search-Bereich kennen. Das heißt, die Werbung wird auf Notebooks, Desktops ausgeliefert. Selbstverständlich auf entsprechenden Tablets und auf Mobilgeräten. Überhaupt also ist da auch wieder für alle Möglichkeiten eine Situation dargestellt. Und das ist natürlich wichtig, um hier auch die Reichweiten abzuholen, uns aber auch genau an die Themen ranzuarbeiten, wie das nachher funktioniert. YouTube sollte man heute durchaus aktiv immer in seinem Portfolio mit aufnehmen. Nicht nur jetzt als reine Videokampagne, was jetzt ein separates Thema ist. Hier geht es ja um das Display-Netzwerk. Das heißt, ich bin in der Lage, auch im YouTube-Portal mit Werbebannern zu arbeiten und kann das eben über das normale Google Display auch mit adressieren. Das heißt, hier jetzt in unserem Fall zurückgerichtet, kann ich sagen, gibt es spezielle Videobereiche, die sich vielleicht der Wochenend-Mountainbiker damit anschaut. Dann kann ich natürlich versuchen, genau in diese Umfelder auch mit meiner Werbung einzusteigen. Nicht genauso funktioniert das sicher auch für den Rennsportbegeisterten und möglicherweise auch für den Wochentagspendler ist das hier eine gute Möglichkeit, den auf bestimmten Portalen nochmal ganz gezielt abzuholen. Die Anzeigenformate, die wir dazu nutzen können, sind natürlich genauso vielschichtig wie die Möglichkeiten auf den Gerätetypen. Das heißt, ich habe erstmal immer die Standard-Textanzeige, die häufig auch im Displaybereich schaltbar ist. Wir können später nachher auf den Portalen, wo die Werbung geschaltet wird, immer ablesen, welche Formate dort jeweils zugelassen und akzeptiert werden. Und aus der Erfahrung heraus ist die Standardtextanzeige meistens immer mit zugelassen. Also insofern sollte man sie durchaus nachher entsprechend mit berücksichtigen. Der Werbepartner kann aber später für seine individuelle Seite beliebige Formate oder nein, aus einem Raster von Formaten immer für sich definieren, welche Anzeigenflächen stelle ich denn zur Verfügung. Hier mal hell hervorgehoben, dann kann er sagen, okay, bei mir kann man eben hier so ein normales Banner schalten, alternativ dazu eben noch ein Skyscraper, alle anderen Formate möglicherweise nicht. Das wird also individuell von dieser Person festgelegt, die diese Seite betreibt. Und so muss ich mich natürlich später darauf ausrichten, weil ich natürlich hier gemäß der Ausrichtung und Zielstellung für diese verschiedenen Portale häufig auch unterschiedliche Bannerformate mit zur Verfügung stellen muss. Das gehört natürlich dann zum Thema mit dazu. Genauso lassen sich aber auch Sonderformate wie Rich Media Anzeigen schalten und nicht auch im Videobereich können wir hier nachher noch mit Gas geben. Aber ich glaube mal so im Standard werden wir uns hier mit den Textanzeigen und den Werbebannern, den Displays beschäftigen können. Das ist sicher das Hauptvolumen, was wir dort an der Stelle mit zur Verfügung haben. Ja, wie kommen wir jetzt an unseren Kunden ran? Ganz einfach. Wir gehen jetzt hier auf unser Targeting entsprechend ein und versuchen uns jetzt hier genau einen Gedanken zu machen, wie wir jetzt an die Zielgruppen herankommen. Und das ist letztendlich immer erstmal hier eine Grundsatzgeschichte. Dabei können wir in den Einstellungen der Kampagne, ähnlich wie wir das aus dem Search-Bereich können, auch nochmal unsere ja, globalen Einstellungsparameter festlegen. Das heißt, natürlich habe ich die Möglichkeit, hier eine geografische Ausrichtung vorzunehmen. Ja, in dem Fall mal Nordamerika. Natürlich kann ich das genauso wieder auf die Sprachen ausrichten. Ne? Also bei uns in der Region würde man das ja wahrscheinlich eher deutschsprachig anlegen und kann jetzt hier wieder festlegen, ob ich dann eben bestimmte Geburtsanpassungen auf Mobilgeräten zum Beispiel fahren möchte, ob ich denn vielleicht
einen Werbezeitplan einstellen möchte, dass ich vielleicht meine Kampagnen nur zu bestimmten Wochentagen beziehungsweise Uhrzeiten platzieren will. All diese Möglichkeiten habe ich natürlich im System. Und so kann man hier im Zusammenhang mit den Display-Kampagnen seine ganz normalen Einstellungen auch vornehmen. Das unterscheidet sich nur in wenigen Teilbereichen von den Einstellungen einer Suchkampagne und ist weitestgehend tatsächlich identisch mitzunehmen. So, später wird es dann auf Anzeigengruppe spezifischer, das heißt auf der Anzeigengruppenebene. Hier gehen wir dann in die tatsächlichen Targetings rein, das heißt dort werden wir nach verschiedenen Mustern unsere Werbung ausrichten können. Na, und das sehen wir hier schon mal. Ich habe die Möglichkeit, meine Werbung im Kontext zu schalten, also eine sogenannte kontextuelle Ausrichtung vorzunehmen, wo ich also auch mit Keywörtern arbeite. Ich habe die Möglichkeit, aber auch auf Themenbereiche entsprechend auszurichten. Darüber hinaus könnte ich mir also auch eigene Werbepartner als sogenanntes Placement herausziehen. Das heißt, dass ich genau sage, ah, hier bei dem Kollegen, da will ich unbedingt schalten, das ist für mich eine ganz wichtige Plattform. Oder kann natürlich auch hier nach Interessen ausrichten oder nach demografischen Merkmalen oder hätte natürlich auch die Möglichkeit, hier im Zusammenhang mit unserem Remarketing-Thema im Display-Netzwerk entsprechend aktiv zu werden. Also es gibt schon eine ganze Menge unterschiedlicher Spezifikationen und wichtig ist immer, dass wir nachher darüber nachdenken. Diese Ausrichtungen, die wir gerade sehen, sind immer auf Anzeigengruppenebene bitte vorzunehmen und ich würde mal empfehlen, pro Anzeigengruppe mich für einen dieser verschiedenen Ausrichtungsbereiche erstmal zu entscheiden, damit man nämlich später auch wunderbar untersuchen kann, hat das jetzt was gebracht? Ist die kontextuelle Ausrichtung besser wie die Themenausrichtung oder funktionieren Platzierungen besser wie demografische Ausrichtung? All das muss man sich natürlich später auch ein bisschen erarbeiten und das ist hier in dieser Position genau möglich, das entsprechend zu tun. Ja, die Botschaft ist natürlich auch ein wesentliches Element. Das heißt, hier auf unsere entsprechenden Kandidaten abgestimmt, muss ich mir überlegen, wer reagiert dann nachher auch auf welche Werbebotschaft, auf welchen Inhalt. Der Wochentagspender freut sich vielleicht über ein Schnäppchen, wenn er mal einen neuen Satz Reifen auf sich kaufen kann. Der Wochenendfahrer ist vielleicht eher eben auch wieder auf allgemeine Wochenendthemen, Reisethemen ausgerichtet. Der Radsportbegeisterte braucht natürlich auch in der Argumentation immer seine leistungsbezogenen Werte und Informationen, sodass ich eben hier auch gemäß unserer drei festgelegten Zielgruppen nachher auch ganz unterschiedlich formulierte Angebote nachher entsprechend entwickeln können. Und das ist ja eben auch hier wieder eine Zusammenstellung, die wir gerne in dem System nachher verarbeiten können. So, und alles zusammen ergibt nachher unsere entsprechenden Ausrichtungsmöglichkeiten. Und das kann ich natürlich später alles kombinieren, um hier meine Werbung genau zu platzieren. Und das wollen wir uns natürlich jetzt in dem Kern nochmal etwas genauer anschauen und hier in die Ausrichtung nochmal ganz gezielt mit reingehen. Es bietet sich an der Stelle natürlich an, das später mit dem sogenannten Displayplaner mal vorzubereiten. In dem Displayplaner, das ist dann das Pendant zum Keywordplaner, den wir ja im Rahmen unserer Keywörter gestern schon betrachtet haben, haben wir hier nun die Möglichkeit, die einzelnen Ausrichtungstypen einfach mal genauer zu untersuchen und bekommen im Displayplaner dann im Schwerpunkt genau nachher auch Reichweiten dargestellt. Ich sehe genau, wie viele Personen könnte ich denn erreichen und kann hier auch entsprechende Simulationen fahren, um zu sehen, ist das für mich ausreichend und wie komme ich denn da tatsächlich nachher in meiner Zielgruppe entsprechend an. So, bei der kontextuellen Ausrichtung ist das relativ einfach. Das heißt, wir können hier auch im Rahmen unserer entsprechenden Display-Kampagne und Anzeigengruppe bei der kontextuellen Ausrichtung auch Suchbegriffe mit im System verwenden. Es funktioniert jetzt so, wenn ich zum Beispiel definiere, dass der Begriff Mountainbike kaufen mit in der kontextuellen Ausrichtung verwendet werden soll, dann muss auch auf der Zielseite inhaltlich das Thema Mountainbike kaufen abgebildet sein. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich nehme mal irgendein Nachrichtenportal besuchen und dort ist jetzt ein aktueller Test. Wir haben jetzt verschiedene Webshops getestet, wo Sie ein Mountainbike kaufen können. Dazu gibt es einen redaktionellen Bericht. Nicht, dann habe ich natürlich in dem Kontext genau auch mein Keyword mit drin. Das heißt, Google wüsste, aha, in dem Moment findet auf diesem Portal jetzt wirklich dazu eine Meldung statt. Dann hole ich die Werbung dazu raus und weiß, dass ich die genau in diesem Bereich mit platzieren kann.
hat natürlich auf der einen Seite schon mal einen enormen Vorteil. Ich kann also genau definieren, welche Begriffe sind wirklich für mich relevant. Die müssen im Text mit drin sein. Genau übrigens, wie ich mit Positivbegriffen arbeiten kann, könnte ich auch wieder ausschließende Suchbegriffe formulieren, wo ich sagen würde, in der und der Konstellation will ich dann lieber doch nicht werblich damit bei sein. Und das ist natürlich schon mal eine ganz feine Sache, weil ich damit natürlich schon auch im Inhalt natürlich gut nach vorne komme. Das Gleiche funktioniert übrigens auch bei der kombinierten Kampagnentyp-Situation. Wir haben ja die Möglichkeit, auch eine Search mit Display-Auswahl kombiniert zu schalten. Hier würden die eingebuchten Keywörter auch genau zur kontextuellen Ausrichtung im Display-Bereich nachher führen. Aber wir machen jetzt eine reine Display-Kampagne und da haben wir erstmal den allgemeinen Zustand. So. Und diese Targeting-Aktivitäten können wir nachher entsprechend später nochmal ausrichten. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit nochmal dargestellt, Keyword-bezogen, Placement-bezogen, auf Interessengruppen ausgerichtet oder auf Themen sortiert. Darüber hinaus immer eben in geografischer Ausrichtung der Kampagnen und dann nochmal nach dem Alter und Geschlecht. Das sind die normalen Konfigurationsmöglichkeiten, die uns in dem Zusammenhang nachher zur Verfügung stehen. Bei der Auswahl der Keyword-bezogenen Werbung ist immer wichtig, dass wir hier jetzt in der Regel aber nicht zu genau arbeiten sollten. Das also andersrum, wie wir das in der Suche machen würden, würde hier immer empfohlen werden, eher etwas allgemeinere Begriffe zu wählen, weil sonst eben die Auswahl natürlich zu gering wird später. Dass man hier bitte auch nicht zu viele Keywords in einer Anzeigengruppe verwendet. Wir sehen hier die Zahl vorgegeben. Idealerweise 5 bis 20 Stück würden schon völlig ausreichen, um eine gute kontextuelle Targeting-Funktion sicherzustellen. Natürlich gerne auch immer Wortkombinationen. Nur Mountainbike ist langweilig, weil wollen wir jetzt Mountainbike kaufen, wollen wir eins verschenken, jemand eine Mountainbike-Tour organisieren. Wir sehen, das ist nachher mit vielen Themenkomplexen behaftet. Und so würden wir natürlich auch hier versuchen, es schon etwas genauer nachher hinzubekommen. Und das ist immer wichtig, weil nämlich hier idealerweise auch immer ein thematischer Zusammenhang schon mal gewählt werden soll. Ist ja logisch, ich muss immer über die Zielgruppe gleichermaßen nachdenken. Ich muss auch die Werbeinformationen, Werbeaussagen für diese Zielgruppe wieder zusammenfassen. Also das muss ja auch über die Anzeige natürlich entsprechend gesteuert und mitgenommen werden. Keywords mit Markenbezug funktionieren natürlich in der Auswahl auch immer gut. Das heißt, wenn ich jetzt für meinen Webshop vielleicht schon einen bestimmten Fahrradhersteller auch im Fokus habe, dann kann ich den natürlich sehr schön auch im Rahmen meiner Keywords hier entsprechend mitnehmen. Und das sind natürlich hier die Möglichkeiten, die wir gut und einfach nutzen können. So, im Themenbereich haben wir die Möglichkeit, auf vorkonfektionierte Themen letztendlich auszuweichen. Das heißt, hier werden alle Google Display Partner, die es gibt, wenn sie sich im System anmelden, auf zwei Arten zugeordnet. Das heißt, auf der einen Seite können die sagen, hier, ich bin mit meiner Webseite in den Themenbereichen unterwegs und möchte da und dafür auch Werbung schalten. Das Ganze wird natürlich auch nochmal entsprechend gecheckt automatisch. So, und so gibt es mittlerweile über, ich glaube, 5000 verschiedene Themenkategorien, die wir bedienen können. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, zum einen hier oben sehr bequem über die Suche, könnte ich jetzt zum Beispiel einfach das Thema Mountainbike vorgeben, kann dann zeigen lassen, was haben wir denn dort alles an vorkonfektionierten Themenbereichen und die kann ich eben automatisch anwählen. Das heißt, wenn ich jetzt hier, jetzt ist hier gerade ein anderer Bereich aufgeklappt, mich für Grillen interessieren würde, sage ich, okay, gehen wir hier auf diese Zielgruppe, themenmäßig selektieren wir die entsprechend direkt zu. Das heißt, ich weiß jetzt, ich befinde mich mit meiner Werbung in jedem Fall immer in einem Umfeld, wo es auch genau um meinen Inhalt, mein Thema letztendlich geht. Und insofern bin ich mir sehr sicher, dass das natürlich auch meiner Zielgruppe entspricht. Das heißt, die Personen, die sich jetzt hier für ein Thema solcher Webseite interessieren, sind natürlich grundsätzlich für mich immer auch relevantes Potenzial. Und darum ist diese themenbezogene Auswertung nachher immer erstmal eine grundsätzliche richtige Geschichte, die man immer gut ausprobieren sollte. Das Thema, was man hier an der Stelle nicht einsehen kann und nicht weiß, ist jetzt natürlich, auf welcher Seite werde ich denn jetzt eigentlich geschaltet? Das heißt, wer verbirgt sich denn hier hinter dem Themenbereich Barbecue und Grillen? Welche einzelnen Werbepartner sind denn damit drin? Da kaufe ich sozusagen die Blackbox, weil es ja Google sagt, muss ich jetzt an der Stelle auch gar nicht wissen. Wir haben das für dich organisiert und wissen schon, wie wir da richtig mit umgehen können. Und dann werden wir natürlich auch genau diese Bereiche entsprechend mitnehmen und darstellen. Also wäre also hier schon mal eine gute Aussicht und gute Ausrichtung.
Wir hatten im Vorfeld unserer Fahrradaktivitäten ja schon bestimmte Bereiche und Kampagnen uns vorgestellt, und das ist natürlich wichtig, dass man das hier genauso gut umsetzen kann. Im gleichen Maß könnten wir auch hingehen und könnten sogenannte Placements definieren. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel mit dem Google Display Planner mir eine Vorschlagsliste erarbeiten lassen und sagen, pass mal auf, in dem Fall möchte ich mal Werbung hier für Schuhe schalten. Bitte sei doch mal so gut und zeig mir mal alle Werbepartner auf, also alle Internetseiten auf, die genau zu diesem Thema aus deiner Sicht passen. Und das Schöne ist übrigens, wir können das sehen wir hier unten auch von der Ausrichtung immer filtern. Ob ich das jetzt hier für Deutschland mache, für deutschsprachig aufstelle oder nur für ein Bundesland mache, lässt sich das prima im System konfektionieren. Und dann rufen wir einfach hier bestimmte Themenbereiche entsprechend ab. Und dann kriege ich eben hier eine entsprechende Liste ausgeführt und kann ganz genau sehen, welche Internetseiten es zu diesen Themen ganz konkret gibt. Also, ich habe hier oben nachher immer eine Gesamtreichweite im Displayplaner. Ich kann sehen hier, guck mal, für so und so viele Ausrichtungen, Auslieferungen kannst du Impressionen theoretisch zu den verschiedenen Bereichen bekommen. Und das können wir da unten eben immer filigraner einschränken, so bis es genau auch zu unserem Budget passt, dass wir genau glauben, genau da sitzt unsere Zielgruppe und die wollen wir haben. Das heißt, wir befinden uns im Keyword Planer. Dort haben wir eben diesen Menüpunkt der einzelnen Targeting-Ideen, die wir gerade aufrufen. Und in dem Zusammenhang war jetzt hier die Möglichkeit, diese verschiedenen Ausrichtungsebenen zu bedienen. Und wir befinden uns jetzt gerade hier in diesem Placement-Bereich. Und wir sehen, da kann ich nicht nur die Websites einsehen. Ich sehe hier auch speziell, welche mobilen Apps für den Bereich von Google vorgeschlagen werden. Oder ich habe auch die Möglichkeit, mir hier einzelne Videos aus dem YouTube-Portal anzuschauen, die vielleicht für mein Thema relevant sind. Und ich kann zu all diesen Partnern hier ganz konkrete Informationen abrufen und habe da die Möglichkeit, mich ganz genau zu informieren. Also hier oben bei dem Damenschuh-Lexikon sehe ich ganz genau die Reichweiten, so viel 5 bis 1000, 10.000 Impressionen pro Woche. Entschuldigung, Cookies pro Woche entspricht 50 bis 100.000 Impressionen, können wir hier mitbekommen. Hohe Relevanz. Ich sehe anhand der Icons auch, welche Werbeformate ich nachher hier entsprechend schalten kann. Das können wir mit dem Mouse-Over auch noch ganz genau abrufen. Und das ist natürlich auch genau die Information, die wir nachher brauchen. Das heißt, wer wirklich sich sehr viel und intensiv mit dem Thema beschäftigt, ja, und vielleicht auch schon mit seinem Fahrradhändler gesprochen hat, der weiß ganz genau, dass er sagt, Mensch, ich habe mit meinen Kunden mal gesprochen und die sind häufig auf den und den Portalen unterwegs. Na, ich weiß, dass der Rennsportbegeisterte immer dort und dort die Ergebnisse anschaut, sich hier mit Trainingstipps vielleicht informiert. Der Mountainbike-Fahrer hat vielleicht ein bestimmtes Portal, wo er immer seine Touren Beiträge plant und vielleicht mal anschaut, was die anderen für Berichte haben. Und genau das würden wir eben auf dieser Ebene, die wir hier gerade dargestellt haben, abrufen können. Und so kann ich mir passgenau Werbepartner nach Werbepartner einzeln rausziehen und ganz genau festlegen, dass hier meine Werbung entsprechend zu schalten ist. Und das ist wirklich sehr transparent und einfach vorzunehmen. Wir sehen, ich habe immer die Möglichkeit, die einzelnen Partner auch direkt hier in eine Liste aufzunehmen. Diese Liste kann ich natürlich später ohne Probleme auch dann direkt als Grundlage für meine Auslieferung der Werbung benutzen. Und so macht das natürlich entsprechend Sinn. Neben den themenbezogenen Ausrichtungen ist ansonsten auch eine interessenbezogene Ausrichtung natürlich grundsätzlich möglich und relevant. Das heißt, hier ist es recht einfach wieder darzustellen. Das heißt, in dem Fall wird jetzt nicht auf Basis der Zielseiten ausgerichtet, sondern Google hat im Rahmen der Interessen heute auch verstanden, wie sich bestimmte Nutzergruppen im Internet bewegen. Das heißt, hier können wir unsere Nutzergruppen ganz normal adressieren und sie bekommen sozusagen die Werbung in ihren Surfverlauf nochmal entsprechend eingerichtet. Und das ist eben eine gute Konstellation, die man eben hier auch nochmal in dieser Zusammenstellung entsprechend verwenden kann. Und das wäre natürlich auch nochmal gut, darauf einzugehen. Ja, wie messen wir nachher die Erfolge? Wie unterscheiden wir die Display-Kampagnen von der traditionellen Suche? Ich denke, das ist relativ schnell klar. Suchmarketing treibt immer die direkten Verkäufer an, ist also sehr leistungsbezogen aufzustellen, während wir eben in der Display-Werbung ganz klar auf die Reichweite setzen. Das heißt, hier wollen wir erstmal Bekanntheit generieren.
Darum jetzt auch mal so ein bisschen vielleicht wieder in die Richtung der Prüfungsfragen gedacht. Immer wenn wir Prüfungsfragen haben, die zum Thema Markenbildung, Branding gehen, ist immer sofort Indikator, dass das in Richtung Display geht, haben wir sehr leistungsbezogene Direct-Response-Aktivitäten, wo es um Conversion und hoher Leistungssichte geht, dann sind wir immer im Search-Bereich mit unterwegs. Das kann man schon mal so ganz gut vordefinieren und das ist natürlich wichtig. Das heißt, ich kann hier oben jetzt für ein neues Produkt schon mal Aufmerksamkeit generieren. Ich bewege mich zu den Zielgruppen und sage, okay, alle, die jetzt hier auf diesem Mountainbike-Portal unterwegs sind, sind für mich potenzielle Zielgruppe, weil die sich genau für das Thema interessieren. Und genau denen zeige ich eben jetzt hier vielleicht die neuen Produkte von der Messe, damit die erstmal überhaupt wissen, dass es da was Neues gibt und dass sie sich ergo mit dem Thema auseinandersetzen, um dann später, wenn sie sich weiter informiert haben, dann eben in unserem Funnel hier in dem Trichter eben sich dann konkret für das Produkt auch tatsächlich interessieren. Also hier oben richtig die Aufmerksamkeit auf zum Beispiel die neue Federgabel, solange bis die Leute sagen, Mensch, das ist ein tolles Produkt, jetzt interessiere ich mich wirklich dafür, will da mal näher ran. Irgendwann fangen sie an, aktiv nach der Federgabel zu suchen. Ja, und dann ist es an der Zeit, hier entsprechend die Verkäufer nachher draus zu bedienen. Und so würde man das jetzt hier von der Gesamtkonstellation eben ausgrenzen. Und das würden wir eben jetzt über die verschiedenen Schritte mit den unterschiedlichen Targetings natürlich immer weiter einreichen können. Das heißt, Marken, Reichweite und Einfluss ist ein ganz großes Thema, weil wir natürlich eben hier wirklich über die Millionen der Webseiten enorme Reichweiten haben. Da reichen die Suchvolumen längst nicht aus, um sowas mit zu bedienen. Wir können trotzdem sehr passgenau die Zugriffe lenken, haben die Möglichkeit, hier schon mal früh in das Engagement mit der Zielgruppe hineinzugehen, um dann eben später im Bedarfsfall natürlich dabei zu sein und dann den Kunden auch direkt abzuholen. Interessant ist es häufig, das übrigens auch über die verschiedenen Messmethoden nochmal mit zu bereiten. Und diejenigen, die sich hier mit Google Analytics auch beschäftigen, und das sind hoffentlich alle der Zuseher, die sich heute hier mit dem Thema aktiv beschäftigen. Und im Rahmen der Analytics-Berichte haben wir die Möglichkeit, eben auch unsere Multi-Channel-Trichter abzurufen. Und da ist mal ganz interessant, nachher mal zu sehen, wie sich nachher die verschiedensten Kampagnenaktivitäten bemerkbar machen. Und das ist sehr häufig so, wie wir das hier in der Position 7 auch sehen, dass zum Beispiel hier gerade der Display-Bereich natürlich sehr erheblich auch in der Vorbereitung der Conversions mit aktiv ist, wobei natürlich direkte Conversions im Display-Bereich nicht unbedingt der Standard sind. Aber will man hier auf die vorbereitenden Conversions nachher verzichten? Das ist die häufige Frage. Das heißt, es gibt natürlich auch die Reports in den ganzen Google-Tools, also auch im Bereich AdWords können wir ja unter der Attribution heute diese Berichte entsprechend abrufen, um genau zu sehen, aha, ich habe es tatsächlich geschafft, vorne die Leute für das Thema zu begeistern mit der Display-Kampagne, habe die unten dann im Search-Bereich nochmal abgeholt. Nicht? Und die Frage, die man sich stellen muss, wenn ich dem vorne die Werbung des Produkts gar nicht erst schmackhaft gemacht hätte, hätte er jemals danach aktiv gesucht? Das ist immer eine Sache, die man natürlich nicht weiß, aber genau da setzt ja im Grunde genommen hier diese Strategie und diese Statistik entsprechend an. Ja, und das ist letztendlich das, was wir hier auch mit betrachten müssen. Das heißt, das ist auch eher ein langfristiger Prozess, den wir hier aufsetzen und den wir natürlich in dieser Konstellation mit berücksichtigen müssen. Ja, Display an Kunden verkaufen. Was sind die typischen Argumente? Wo geht es letztendlich hin? Das heißt, ich kann natürlich hier immer Punkte gut machen, wenn ich Kunden habe, denen es wirklich um Reichweite geht, wo man sagt, pass auf, Junge, du kommst mit deinem normalen Kram hier nicht so richtig zurecht, aber wir haben die Möglichkeit, hier Reichweiten erheblich entsprechend aufzubauen. Die Darstellung einer Display-Anzeige ist natürlich wesentlich plakativer. Ich habe wesentlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Und wem hier eine normale Textanzeige im Suchbereich doch etwas zu einfach ist, der hat gar kein Problem. Dann gehen wir eben hier in die Werbebanner rein. Und wir können von statischen über animierten Bannern ja hier sämtliche Register ziehen und damit natürlich auch sehr attraktive Werbung ausrichten, die natürlich jetzt in diesem Displaybereich ohne Probleme von uns platziert und geschaltet werden können. Selbstverständlich sind wir trotzdem in der Lage, über unsere Targeting-Optionen natürlich die Streuverluste doch deutlich auch einzuschränken. Denn ich kann es schon, das haben wir ja gerade gemeinsam betrachtet, erheblich reduzieren. Und die Werbung auch genau nur an den Flecken platzieren, wo ich eben hier Potenzial und Zielgruppe erwarte. Und das können wir natürlich jederzeit auch nachhalten, weil ich sehe ja im späteren Verlauf, auf welchen Portalen wurde denn meine Werbung geschaltet. Und dann kann ich die bewerten und sagen, ja,
Da macht es Sinn, nee, da macht es keinen Sinn. Und anhand der Leistungsdaten, Interaktion mit der Anzeige etc., bin ich ja in der Lage, das hier natürlich alles sauber zu betrachten und hier natürlich auch mit entsprechenden fundierten Statistiken genau nach vorne zu gehen. Und damit generieren wir natürlich wieder mehr Suchzugriffe. Wir sehen, da schließt sich einfach der Kreislauf. Und ich glaube, das sollte jeder mal mit seinem Kunden ausprobieren. Ein weiteres Argument kann vielleicht an der Stelle auch noch sein, dass in der Regel die Klickpreise im Displaybereich auch häufig etwas unter denen der Suche sind. Das heißt, ich kann mir die Besucher auch hier natürlich etwas günstiger im Grunde genommen noch einkaufen. Also auch nochmal vielleicht eine Sache, die man im Rahmen seiner Erwartungen da nochmal mit reinnehmen kann. Ja. Die Erfahrung zeigt, dass es schon wichtig ist, sich hier intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, weil genauso muss man das dem Kunden natürlich auch nochmal erklären. Ja, für den ist das auch erstmal wahrscheinlich ein Buch mit 7 Siegeln. Und wenn ich mir die Mühe mache, ihm genau in so einer Art der Präsentation auch die ganzen Vorteile mal aufzuklären, dann wächst natürlich hier das Verständnis auch und natürlich dann auch die Begierde, um das entsprechend auch direkt mitzunehmen. Und das wollen wir natürlich dann an der Position auch machen. Wir müssen hier eine langfristige Strategie für das Display erstellen, weil wir werden keine kurzfristigen Ergebnisse haben. Also das wäre sicher hier die falsche Erwartungshaltung zu schüren, sondern hier muss man wirklich sagen, wir brauchen auch etwas Geduld, um die Reichweiten aufzubauen. Wir brauchen Geduld, um das auch genau etwas nochmal nachzusteuern, damit wir sicher sind, hier auch auf den richtigen Portalen nachher zu arbeiten. Und dann, wenn wir die richtigen Partner selektiert haben und für uns definiert haben, dann werden wir auch hier in diesem Bereich natürlich unsere Erfolge feiern. Und das Ganze muss natürlich zusammengeführt werden, später auch wieder über eine entsprechende Search-Kampagne. Und die Berichtstypen sind aber da, um das aufzuzeigen. Und da muss man natürlich entsprechend auch mitarbeiten und hier seine Dinge entsprechend investieren. Je genauer wir uns im Vorfeld, wie wir das ja hier im Einstieg auch gemacht haben, mit der Zielgruppe beschäftigen und je genauer wir natürlich die Targetings darauf ausrichten, umso besser werden hier auch die Ergebnisse sein. Und so muss man natürlich gerade in der Vorbereitungszeit hier viel investieren. Und dann sollte man vielleicht auch mit dem Kunden zusammen mal die Ergebnisse von so einem Displayplaner anschauen, damit er auch ein Gefühl dafür bekommt. Und sicher wird er hier Placements finden, die ihm sofort sehr gut gefallen, die man ja auch direkt buchen könnte. Und vielleicht muss man die anderen Strategien mal dann gemeinsam mit ihm ausprobieren. Das ergibt sich natürlich dann aus der individuellen Zielstellung, die man mit dem Kunden erarbeitet. Auch für die Display-Kampagne ist es aber wichtig, schon im Vorfeld die Bewertungsstrategien zu definieren, dass man sagt, worauf kommt es uns denn an? Ja, wie messen wir nachher die Reichweiten? Wie messen wir die Resonanz, die wir da auf das ganze Thema bekommen? Was haben wir denn grundsätzlich für eine Erwartungshaltung, die wir da vorschalten? Wie viel Reichweite brauchen wir denn, um wirklich eine Nachfrage zu generieren? Das sind natürlich Themen, mit denen man sich in der Praxis nachher auseinandersetzen muss und vielleicht an der Stelle auch nochmal auf den Beratungsservice hinzuweisen. Wer sich ja neu in dem Umfeld befindet, kann ja hier im Rahmen der AdWords-Partner-Situation auf die Beratungshotline mit eingehen. Und da kriegt man natürlich gerade auch zu diesen Themen nochmal eine gute Unterstützung, weil dort natürlich die Erfahrung auch entsprechend gegeben ist. Analysieren Sie umfangreich die Ergebnisse. Display ist immer eine langfristige Investition. Das heißt hier nur mal eben zu sagen, wir versuchen das mal für eine Woche. Das ist die falsche Ausrichtung, sondern hier muss man das Thema langfristig anfangen. Und das ist natürlich daher auch wichtig, diese Geduld mitzubringen. Und da muss man auch die Erwartungshaltung in der ersten Phase nicht zu hoch setzen. Eine gute Idee ist es vielleicht im Displaybereich auch immer erstmal über den Remarketing-Bereich einzusteigen, der von den Leistungsdaten meistens aus dem Stand durchaus gut funktioniert. Und dann hat man den Kunden schon mal so ein bisschen auf dem anderen Werbebereich und dann ist er häufig auch bereit, hier weitere Testberichte nachher mitzufahren. Ja, und so denke ich, können wir das Thema sehr gut bedienen. Ja, ich schaue mal hier gerade um die Ecke auf meinen anderen Monitor, um zu sehen, ob von euch irgendwelche Fragen oder Kommentare zurzeit eingestellt sind. Kann da jetzt aber weiter nichts sehen. Würde mich freuen, wenn hier nochmal vielleicht konkret ansonsten da auf mich zukommt. Ansonsten wieder von meiner Seite jetzt erstmal die entsprechenden Quizfragen. Und dann haben wir das heute auch zum Feierabend schon fast geschafft. Und insofern gehen wir das jetzt hier nochmal schnell gemeinsam an. Und ich freue mich eben hier gleich nochmal über ein paar aktive Antwortvorschläge, die ihr gerne auch bitte posten könnt. Ja, welches Anzeigenformat lässt sich am einfachsten erstellen und bearbeiten und hat die größte Reichweite im Google Display Netzwerk? Ist es die Textanzeige? Ist das das Display? Ist das die Rich Media Anzeige?
oder ist es die Videoanzeige? Wie immer bei diesen Quizfragen gibt es immer nur eine richtige Antwortmöglichkeit, ne? Selbstverständlich. Und man kann immer auf zwei Seiten an das Thema rangehen. Entweder weiß man sofort die richtige Antwort, dann kreuzt man die einfach an. Oder ich habe eben natürlich die Möglichkeit, hier auch im Ausschlussverfahren zu arbeiten. So, und da vorne was von einfacher Erstellung zu lesen ist, können wir sagen, können wir schon mal Video und Reels Media in jedem Fall ausschließen, weil das durchaus schon etwas komplexer natürlich in der Anwendung ist. Es bleiben noch Textanzeige und Displayanzeige übrig. Grundsätzlich haben, das hatte ich vorhin schon angekündigt, die meisten Werbepartner immer die Möglichkeit, auch Textanzeigen mitzuschalten. Das war das Einfachste, was durchläuft. Also insofern habe ich da mit Sicherheit die höchsten Reichweiten. Und da es auch tatsächlich die einfachste Erstellung der Anzeigenform ist, wäre natürlich hier auch die Textanzeige an der Stelle richtig. Wobei grundsätzlich im Sinne der Zielsetzung man natürlich in der Regel eher mit einer Displayanzeige auch tatsächlich arbeiten wird. Aber hier auf die Quizfrage bezogen, nehmen wir die Antwortmöglichkeit A. Das wäre hier mein Favorit, mit dem wir hier entsprechend auch einsteigen. Oder wir haben die Frage, welchen Vorteil bringt Display-Werbung mit Google für die Verbesserung der Markenbekanntheit? Welchen Vorteil bringt Display-Werbung mit Google für die Verbesserung der Markenbekanntheit? Sind es höhere Klickraten als bei der Google-Suche? Oder ist es eine laufend einheitliche Leistung? Oder sind es genaue Vorhersagen für Klicks und Impressionen? Oder vierte Antwortmöglichkeit, weitreichendes Werbenetzwerk mit unterschiedlichen Websites. Ja, und ich glaube, das haben wir gerade sehr intensiv besprochen. Der Vorteil der Display-Netzwerksituation in Verbindung mit der Markenbekanntheit ist natürlich, dass ich hier eine enorme reichweitenstarke Werbenetzwerkverbindung habe, die mir sehr viel unterschiedliche Websites auch anbietet, über die ich meine Marke nachher auch kommunizieren kann. Und darum würde ich hier selbstverständlich auch empfehlen, die vierte Antwortmöglichkeit zu nehmen. Und das ist natürlich dann auch die Konstellation, die wir da gerne verwenden können. Höhere Klickraten als bei der Google-Suche können wir ausschließen. Also die Google-Suche hat in der Regel deutlich bessere Klickraten. Gute Klickrate im Search-Bereich hatten wir schon diskutiert, wären so irgendwie zwischen 3 bis 5%. Klickrate im Display-Bereich wird sich wahrscheinlich eher bei 0,5% bewegen. Auch die wäre schon als gut zu betrachten. Also da sehen wir es doch im deutlichen Abstand nachher damit bei. Und insofern denke ich hier sofort die vierte Antwort mal als richtig definiert und identifiziert. Einen haben wir noch. Und die letzte Quizfrage hier in der Position. Weshalb wird empfohlen, Kampagnen im Display-Netzwerk von Kampagnen im Suchnetzwerk zu trennen? Je nach Werbenetzwerk können unterschiedliche Kampagneneinstellungen zu besseren Ergebnissen führen. Oder separate Kampagnen ermöglichen eine genauere geografische Ausrichtung. Oder niedrigere Klickraten im Display-Netzwerk können den Qualitätsfaktor beeinträchtigen. Oder für den Erfolg im Display-Netzwerk sind wieder höhere Gebote erforderlich. Ja, müssen wir kurz ein bisschen diskutieren. Ich fange mal bei der letzten an. Für den Erfolg im Display-Netzwerk sind höhere Gebote erforderlich. Nein, in der Regel sind die Klicks im Display-Bereich günstiger. Es hat ja was mit der Anzahl der Werbeplätze zu tun. Es gibt viel mehr Werbeplätze, auf denen ich mich tummeln kann. Damit verteilt sich das ganze Thema natürlich entsprechend etwas besser. Die Leistungsdaten sind nicht so hoch wie im reinen Search-Bereich. Ich habe eben mehr Ausweichmöglichkeiten und darum sind tatsächlich die Gebote im Display-Netzwerk häufig günstiger. Also Antwort 4 fällt schon mal raus. Niedrigere Klickraten im Display-Netzwerk können den Qualitätsfaktor beeinflussen. Display und Search beeinflussen sich gegenseitig nicht. Das heißt, die sind immer vom Qualitätsfaktor getrennt, da muss man keine Sorge haben. Separate Kampagnen ermöglichen eine genaue geografische Einstellung, bleibt jetzt noch über. Je nach Werbenetzwerk können unterschiedliche Kampagneneinstellungen zu besseren Ergebnissen führen. Das heißt, ich würde mich hier auf die erste Situation beziehen. Search und Display haben häufig unterschiedliche Leistungswerte und Zielstellungen. Und damit ich die Ergebnisse sauber voneinander trennen und steuern kann, ist es immer eine gute Idee, diese beiden Bereiche auch komplett zu steuern. Darum werden die meisten Agenturen von Haus aus dazu neigen, nicht die kombinierte Kampagnenvariante Keyword und Display gleichzeitig zu schalten, sondern hier immer zu trennen und zu sagen, wir
trennen sauber auf. Markenbekanntheit geht gegen Display. Da habe ich andere Faktoren für die Leistungsmessung als im Search-Bereich. Und der ist eben auf Conversion-Optimierung häufig ausgerichtet. Und das kann man gut trennen und damit natürlich auch exakt dann in die Steuerung hineingehen. Ja, damit haben wir die dritte Frage auch ordentlich beantwortet. Und damit haben wir die Einführung für heute in den Display-Bereich auch schon überstanden. Ich schaue nochmal hier in meinen Kommentarfeed und sehe hier aktuell aber auch noch keine weiteren Fragen. Bin aber noch einen kleinen Moment online. Wenn dem einen oder anderen hier noch entsprechende Dinge einfallen, stehe ich gerne zur Verfügung und sage ansonsten ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mir hat es immer gut mit euch gefallen. Verweis an der Stelle, morgen haben wir nochmal zu besonderer Zeit einen Hangout-Special. Und zwar gibt es dort die erste Christmas-Veranstaltung, die morgen früh um 10 Uhr durchgeführt wird. Wer also da Lust hat, zum ersten Kaffee schon ein bisschen Informationen mitnehmen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, sich hier über das entsprechende Portal noch anzumelden. Insofern wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit, viel Erfolg. Euer Joachim Schröder, alles Gute bis dahin. Ciao.